Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013. Hier haben wir einen Kran-Trailer. Das ist nichts anderes als wie ein Kran auf einen Anhänger aufgebaut. Finde ich echt eine coole Idee, schaut cool aus. Und dann zeige ich euch mal kurz den. So, er ist eigentlich frei erfunden, hat der Modder geschrieben. Also es wurde einfach, ja, aus der Schnauze rausgebaut. So, gesteuert wird der Ganze über die Maus, aber hier oben sehen wir schon, erstens wir können fahren damit. Das ist ziemlich lang, aber man braucht ein bisschen einen starken Schlepper, den ich hier habe. Aber okay, sind wir mit dem Testen. Mit der Taste V fahren wir die Stützen aus, links und rechts schön. Hat auch Kollision, wie man sieht. Der Hänger wird leicht abgehoben. Mausklick, hier ist auch schön beschrieben. Arm auf, tief, drehen, alles dreht sich schon mit. Andere Maus ist der Arm. Beide ist. Ah, okay. Nach links, rechts ist ausfahren. Irgendwas fehlt mir da aber noch. So, auf, ab, ist klar. Links, rechts, auf, ab. Auf, ab. Links, rechts fehlt, geht nix. So, links, rechts ist aus- und einfahren und vorne das. Kann man anscheinend nicht bewegen. So viel ich hier merke. Aber okay, man kann hier verschiedene Sachen anhängen. Zum Beispiel könnte man meinen Holzgreifer, den ich mal gebaut habe, dranhängen. Verschiedene, eine Abschleppstange könnte man dranhängen. Wäre auch möglich. Also man kann damit schon coole Sachen machen. Und ja, die Frage ist, soweit funktioniert alles. Schauen wir mal, Shop hier ist er, TSL, Kran. Nicht viel Infos, aber okay, 16.000 geht. Die Lok bleibt sauber. Alles wunderbar, also komplett fehlerfrei. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von dem Mod. Und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Macht's gut, Leute. Ciao.